3 hoch x minus 2 plus 2 mal 3 hoch x gleich 171. Jetzt Sie erklären mir, wie das geht, bitte. Ja, also ich habe 3 hoch x ausgeklammert. Erst mal den da. Ja, das ist 3x mal... 3 hoch x? 3 hoch x mal 3 hoch minus 2. Und 3 hoch minus 2 ist 1 Neuntel. Schreibt das einfach mal so hin. Plus 2 mal 3 hoch x. So, und jetzt dürfen Sie das 3 hoch x ausklammern. Ja, 3 hoch x mal in Klammern 1 Neuntel plus 2. Jawohl. Und da müssen wir jetzt Bruchrechnen anwenden. Also das dürfen Sie also selbstverständlich auch im Taschenrechner machen. Also sowas erwarte ich, dass man das... Also natürlich darf ich es nicht im Taschenrechner machen, aber ich rechne das im Kopf. Ja, das heißt 2 mal 9 ist 18, 18 plus 1 sind 19 Neuntel. So, und jetzt die 171 haben Sie so nett in Primfaktoren zerlegt. Das ist 19 mal 9. So, und dann sind wir in dieser Situation. Und wie geht das jetzt weiter? Ja? Wir können mal 9 machen und dann durch 19 teilen. Jawohl. So, und dann habe ich die 19 gegen die weg und die 9 wandert darüber. Ich habe also 3 hoch x gleich 81. Ja, ja, 81 ist dann 3 hoch 4. Jawohl. Und x ist dann gleich 4. An der Stelle, wenn wir mit Taschenrechner arbeiten, dürfen wir an der Stelle auch direkt umformen, dass x gleich Logarithmus zur Basis 3 von 81 ist. Gut, Fragen zu der Aufgabe?